Herzlich willkommen zu diesem THX Oberkörpertraining. Wir tun heute etwas für starke Arme und in jeder Position federn wir zweimal kurz nach. Und zum Start ziehst du deinen Slingtrainer jetzt so, dass die Rollen knapp unterhalb deiner Hüfte sind und dann kann es auch schon losgehen. Dreh dich mit dem Rücken zum Anker, öffne die Arme, stell dich in Stützstellung und feder nach vorne. Zweimal kurz federn, in den Brustkorb etwas hineindehnen, etwas öffnen. Wir wärmen den Oberkörper ganz leicht auf, also feder, feder und löse. Das ist unser Motto heute für dieses Training. Wir federn nach oben. Ich habe meinen Fuß dafür gewechselt. Also zweimal nach oben federn. Feder, feder und löse. Dreh dich einmal um, blicke zum Anker. Leg dir die Hände außen an den Brustkorb. Und jetzt zieh dich hoch. Zweimal federn. Enges Rudern mit Nachfedern. Komm zurück, der Rücken ist gerade, zieh dich nach oben und zwei kleine Pulses. Vergiss nicht deine gute Haltung und dass du eine schöne lange Linie im Körper bist. Dreh die Hände, Handflächen schauen zum Boden. Gleiche Bewegung, nur dass die Ellenbogen jetzt etwas höher sind, also weg vom Körper. Und wieder zweimal kurz nachfedern. Feder, feder und lösen. Jetzt spürst du gut, dass deine Oberarmrückseite und zwischen den Schulterblättern gearbeitet wird. Löse, locker dich kurz aus und dreh dich wieder um. Füße sind leicht geöffnet, die Arme sind vor dir und es geht in den Liegestütz. Gleiches Protokoll wie bisher, zweimal nachfedern. Pass ein bisschen auf, dass du die für dich optimale Intensität hast, also wenn es dir zu viel wird, zu anstrengend, kannst du die Füße auch splitten. Einen Fuß nach vorne, einen etwas mehr nach hinten. Dann nimmst du von der Intensität immer etwas weg. Dreh dich wieder um, gerne kurz auslockern. Wieder Hände außen an den Brustkorb und dann dreh die Hände so, dass sie zur Decke zeigen oder in meinem Fall zum Himmel. Wir tun was für den Bizeps, also zweimal federn, die Hände gehen Richtung Schultern. Und deine Ellenbogen zeigen nach vorne zur Wand vor dir oder zum Van vor mir, je nachdem, wo du heute trainierst und deinen Slingtrainer befestigt hast. Feder, feder. Und du solltest richtig gut deinen Bizeps schon spüren. Während diesen kleinen Federbewegungen am besten immer ausatmen, also atme aus. Aus und dann sind wir schon wieder durch. Also locker dich aus. Lass dich nach hinten gleiten. Handflächen schauen Richtung Van oder Richtung Türe vor dir. Und du ziehst deine Arme nach oben zur Decke. Also zieh hoch, hoch und löse. Dein ganzer Körper ist eine wunderschöne gerade Linie und lediglich deine Arme bewegen sich. Der Rest von dir ist schön aufrecht, gute Haltung, Füße fest am Boden verankert.
Alles wieder lösen und umdrehen. Wir nehmen den Sling-Trainer jetzt unter die Achseln, tun was für die Oberarmrückseite. Tricep Dips. Dazu hast du die Hände an den Rollen. Und der Sling-Trainer, wie gesagt, ist unter den Achseln, sollte dir aber nicht einschneiden. Also zweimal federn, wenn du nach vorne kommst, und dann drück dich kraftvoll zurück. Und hierbei möchtest du immer wieder mal schauen, dass deine Handgelenke auch gerade sind, sich nicht abknicken. Das passiert sehr gerne, ist aber immer schlecht für deine Haltung. Zwei kleine Pulses und wir drücken uns zurück. Geschafft. Wir drehen uns wieder um, alles auslockern. Füße wieder leicht öffnen. Und jetzt kreuzt du mit den kleinen Federbewegungen deine Arme vor dem Körper, also vor dem Brustkorb. Feder, Feder. Und Arme wieder lang werden lassen. Und dabei schauen deine Handflächen sich an. Also die schauen Richtung Körpermitte. Und wie bei allen Übungen bisher ist dein Rücken, dein restlicher Körper, eine super schöne, aufrechte, lange Linie. Alles auslockern, bisschen die Schultern kreisen und dann häng dich mit mir aus. Wir dehnen den Rücken und die Arme. Also dreh dich zu einer Seite, dreh dich nach rechts, strecke dein rechtes Bein aus, links und linkes Bein strecken und natürlich wieder zweimal nachfedern. Also dreh dich zur linken Seite, feder, feder. Und komm wieder in die Mitte. Dreh dich nach rechts, zweimal federn. Komm Wirbel für Wirbel wieder langsam hoch. Und geh noch ein paar Mal in den stehenden Katzenbuckel mit mir. Also kein Federn mehr, sondern einfach nur auf- und abrollen. Die Wirbelsäule etwas beweglich werden lassen. Dann dreh dich um und komm in die Titanic Position, also immer schön die Arme nach außen strecken, einfach nur hier bleiben. Dann hoch zur Decke, Schultern sind natürlich schön entspannt. Lass deinen Sling-Trainer los und lass uns nochmal tief ein- und ausatmen. Über die Seite ein und wieder aus, nochmal. Und einer noch. Leg die Hände oben aneinander. Und du hast es geschafft. Ich hoffe, dir gefällt dieser wunderschöne Ausblick hier in Patagonien.